Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Im zweiten Teil geht es jetzt um die relative Position. Relativ bedeutet, mir ist eigentlich egal, wo der Stepper-Motor gerade ist. Ich fahre einfach den Motor bzw. die Schiene nach links oder nach rechts. Beginnen tue ich hier trotzdem mit einer Positionierung, einfach damit ich jetzt einmalig an der Nullposition bin und von dieser Nullposition aus kann ich jetzt irgendwelche Positionen anfahren, aber mir ist im Grunde egal, welche Position. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass ich über die beiden Taster jetzt eine Position anfahren kann. In diesem Fall kann ich jetzt bloß Minus wählen, denn sobald der Endschalter ausgelöst hat, kann ich nur eine Position anwählen. Und wenn ich jetzt drücke, dann kann ich eben diese Position anfahren. In diesem Fall jetzt 830 und dann dreht sich der Stepper-Motor eben. Und jetzt kann ich auch beide Tasten auswählen. Ich kann also Plus und Minus machen. Und kann dann dementsprechend in beide Richtungen den Motor fahren lassen. Und jetzt sieht man auch sehr schön, was relativ bedeutet. Ich kann jetzt nicht sagen, fahre auf Position 3570, sondern ich kann nur sagen, fahre minus 135, in diesem Fall Schritte und los. Ich kann jetzt aber nicht sagen, fahre auf eine bestimmte Position. Das bedeutet also relativ. Das Ganze habe ich wieder mit Arduplock gemacht. Den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Fall Stepper Teil 2, die relative Position. Beginnen tut es damit, dass wir einen ganz einfachen Loop-Teil haben. Das Unterprogramm 0 ist genau das aus dem letzten Video. Das sehen wir hier. Das heißt, das ist einfach meine Referenzfahrt. Was sich geändert hat, ist das Unterprogramm 100. Mit dem Unterprogramm 100 setze ich 4 digitale Ausgänge auf Low und das sind eben meine Schrittmotorausgänge. Habe ich deswegen gemacht, weil ich es hier gleich nochmal brauche und sonst müsste ich ja jedes Mal diese 4 Digital Ride einfügen. Und jetzt sieht man das auch, erst eben wenn die Referenzfahrt durchgeführt wurde, erst dann kann es überhaupt weitergehen in unser Unterprogramm 1. Unterprogramm 1 ist jetzt eben das Hoch- und Runterzählen und das Ausführen. Und das sind jetzt genau diese drei Funktionen, die wir hier sehen. Das ist die erste Funktion. Damit wird dann ausgeführt, dass der Stepper eben dahin fahren soll, wo ich eingestellt habe. Das sieht man eben hier. Wenn der grüne Pin also gedrückt wird, dann fährt der Stepper eben die Schritte, die in der Variable Steps eben gespeichert sind. Und diese Schritte, die speichere ich jetzt in diesen beiden Funktionen hier. Ich zähle also einfach Steps plus 5, plus 5 deswegen, sonst wird es so lange dauern, bis man irgendein Ergebnis hat. Also jetzt sieht man das ja hier schon. Selbst wenn ich hier 200 oder 300 einstelle und dann mal drücke, das ist ja wirklich kaum ein Weg. Sinnvoll wäre es natürlich an dieser Stelle, wenn Steps länger als 2 Sekunden gedrückt wird, macht dann plus 20 oder plus 30. Da mache ich aber noch ein extra Video dazu. Das heißt, ich zähle lediglich die Variable hoch und speichere sie in Steps. Und das kann ich eben mit Plus oder mit Minus machen. Das heißt, ich kann sowohl hoch wie auch runter zählen. Dann gibt es noch die Falls-Funktion hier. Die bezieht sich auf mein LDR. Das heißt, wenn mein Schlitten in LDR drin ist, dann sieht man das, dann kann ich nicht Plus rechnen. Sobald ich also Plus machen will, springt der auf 0, weil eben das Programm dann sagt, du kannst nicht weiter als diese LED fahren. Und sind die Werte dann eben in der Variable Step drin, dann kann ich eben ganz einfach mit grün hier sagen, führe das Programm aus und fahre die Schritte, die in der Variablen gespeichert sind.